da bin ich wieder. Beziehungsweise Jacko mit seinem komischen Ork-Leibwächter. Tja, jetzt gilt es ihn mal anzulabern, ob er denn auch seine Ork-Söldnertruppen hier von der Insel Tamora abzieht. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Doch, das machen wir erstmal. Ey, 45 Gold. Sehr schön. Hallo. 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 Sehr kurz angebunden. Ihr müsst die Insel verlassen. Wer sagt das? Bruno. Und auch ich sage es. Und ich warne dich. Ein Kriegsschiff des Königs von Mertana befindet sich in der Nähe der Küste. So? Ja. Und wenn ihr nicht freiwillig abzieht, werden wir euer Lager bombardieren. So einfach ist das. Na, wenn schon. Dann werden wir eben die Stadt angreifen. Mit den paar Mann dort werden wir schnell fertig. Das bleibt abzuwarten. Ihr zieht also nicht ab. Wir denken gar nicht daran. Es dauert auch gar nicht lange und dann kommen die Orks. Und dann seid ihr sowieso fällig. Also bin ich es, der euch warnt. Ergebt euch, solange ihr noch könnt. Aha. Die haben mich jetzt einfach so umgerannt. Wo wollen die hin? Jacko. Warte mal. Okay, Ende. Mit ihm hier? Kann ich mit dem labern? Nö. Ja, genau, richtig. Also zurück zu... zur Burg. Auf zu Bruno. Ihm Bescheid sagen, dass die Verhandlungen wohl gescheitert sind. Oh, Stefan ist jetzt wohl sein Berater. Die Verhandlungen mit Jacko sind gescheitert. Verdammt, dann müssen wir gegen ihn kämpfen. Du musst deinem Lord Baldwin melden, dass wir unbedingt seine Hilfe brauchen. Das wird er nicht tun, da er alle seine Männer für unsere Mission benötigt. Unser Schiff könnte allerdings das Lager der Söldner bombardieren, aber dann werden diese die Stadt angreifen. Das darf auf gar keinen Fall geschehen. Dann musst du dich eben um die Söldner kümmern. Allein? Natürlich. Es sei denn, deine Schiffskameraden werden dir dabei helfen. Ach. Von meinen Leuten würde ich keiner begleiten. Aha. Das sind alles Hasenfüße. Okay. Hasenfüße. Okay, jetzt gibt's hier noch eine Gesprächsoption. Unter welchen Umständen wärt ihr bereit, dem König wieder die Treue zu schwören? Ich dachte mir schon, dass so eine Frage kommt. Jo. Und? Wie sieht es aus? Dauert ein bisschen. Es liegt an der Wellenform. Ihr habt ein zu langes Ende. Und zu lange Stille. Wir sind jetzt unabhängig. Warum sollten wir König Robert wieder anerkennen? Seine Paladine haben uns schmählich im Stich gelassen. Weil ihr sonst den Orks ausgeliefert seid. Oh. Da hat es einen kleinen Fehler gegeben, den hatte ich schon mal gehabt. Deswegen habe ich das an der Stelle nochmal gemacht. Was gibt es da zu überlegen? Da uns König Robert nicht mehr schützen kann, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Nun, dann biete ich als abgesandter Lord Baldwins euch unseren Schutz an. Okay, bis jetzt läuft's noch ganz gut. Ach, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass ihr vorhabt, euch hier niederzulassen, oder? Nö. Nein, wir würden euch aber gegen die Ork-Söldner helfen. Richtig. Und zuweilen hier nach dem Rechten sehen. Jetzt bleibt's. Pause? So. Aber das alleine wird nicht helfen. Nach den Söldnern kommen mit Sicherheit die Orks. Wie sollen wir uns vor ihnen schützen? Wir sind nicht reich genug, um neue Truppen zu unserem Schutz anzuwerben. Allerdings... wenn wir die Minen wieder in Betrieb nehmen könnten, sähe das Ganze schon viel besser aus. Ja gut, okay, das ist jetzt mit den Gesprächsoptionen an der Stelle ein bisschen zu kurz geraten. Weiß ich jetzt nicht, aber fragen wir mal nach Minen. Welche Minen? Okay. Bleibt da leider wieder hängen? Wie? Du kennst wirklich nicht die Minen von Tamora? Nö, kenne ich nicht. Nein, was für Minen gibt es? Viele Jahre wurde hier auf Tamora magisches Erz und gewöhnliches Eisenerz abgebaut. Außerdem Salz und Silber. Und jetzt nicht mehr?
Menno, rede. Nein. Während des Krieges sind die ganzen Butler nach Myrtana gegangen, sodass jetzt gar nichts mehr gefördert wird. Euch fehlen also Butler, um die Minen wieder in Betrieb zu nehmen. Oh. Ja, Kaffeekränzchen. Ja, aber woher nehmen? Es könnte sein, dass auf Korenes noch welche sind, aber wie sollen die nach Tamora kommen? Na schön. Was ist, wenn ich dafür sorge, dass die Minen wieder in Betrieb gehen? Wärt ihr dann wieder bereit, euch dem König anzuschließen? In diesem Fall wäre ich dann nicht mehr abgeneigt. Vorausgesetzt natürlich, dass das Problem mit den Orksöldnern ebenfalls gelöst wird und ihr für unseren Schutz sorgt. Okay. Gibt es eigentlich eine Karte, wo diese eingetragen sind? Ich will jetzt nicht unterbrechen, nachher verpassen wir was. Ja, ich habe eine. Hier hast du sie. Na, ein Glück. Her die Karte, los, hallo. Ich verlange allerdings einen Beweis dafür, ob die Minen noch ergiebig sind. Bringe mir also 3 magische Erzbrocken, allerdings außerdem 5 Eisenerz, gibt es 5 Silber. Die Minen sind schade. Uns nicht zugänglich, aus verschiedenen Gründen. Tja, schade, dass sich da die Gespräche so überlappen. Was ist mit der Erzmine, Salzmine, Silbermine? Ich werde das mal beenden und mal kurz in die Karte gucken. Das wird wahrscheinlich irgendwo mehr. Karte von Condera, Tamora. Tamoras alte, ja, Tamoras Minen. Also 3 Stück, so wie das hier aussieht. Und ich befinde mich rechts unten. Ja, und dann haben wir noch so einen lustig Sextanten da oben. Sieht aus wie ein Sextant. Was ist mit der Erzmine? Die Erzmine wurde von mehreren Orksöldnern besetzt. Solange diese nicht vertrieben sind, lässt sich gar nichts machen. Doch wenn es dir gelingen sollte, diese elenden Belia-Anhänger zu vertreiben, dann vergiss nicht, mir 3 magische Erzbrocken und 5 Eisenerzbrocken zu bringen. Okay. Was ist mit der Salzmine? In die Salzmine hat sich schon lange keiner mehr hineingetraut. Dort wimmelt es von Monstern. Auch nicht. Erst wenn die Mine wieder sauber ist, kann man daran denken, diese wieder in Betrieb zu nehmen. Doch wenn dir das gelingen sollte, dann vergiss nicht, mir 5 Salzbrocken aus der Mine zu holen. Jetzt bin ich gespannt, was die Silbermine für ein Hindernis hat. Was ist mit der Silbermine? Dort kann niemand rein, da der Eingang vollkommen verschüttet ist. Leider lässt sich das Geröll auch von außen nicht beseitigen. Aha. Ich fürchte daher, dass wir diese Mine nicht mehr in Betrieb nehmen können. Doch wenn dir das gelingen sollte, auch diese Mine zu betreten, dann vergiss nicht, mir 5 Silberbrocken aus der Mine zu holen. Okay, also gibt's bestimmt noch einen Trick, da hinein zu gelangen. Ja, das ist natürlich jetzt eine Riesenaufgabe, die der kleine Roland ganz alleine bewältigen muss, es sei denn, ich gehe wieder zurück auf die La Paloma, hätte ich beinahe gesagt, auf die Albatros und berichte erstmal kurz. Altes Fischerdorf, ach, da sind wieder diese Varane, da muss ich natürlich ganz schnell auf das Schiffchen springen. Oh ja, da sind sie. Welches ist es denn? Ach, das ist es hier. Hallo. Knapp. Jo, ich bin wieder für an Bord. Für den König. Ja, für den König, Leute, hier. Bin wieder da. Ja. So, wollen wir mal gucken, ob wir jemanden Bericht erstatten können. Als erstes mal den Gernot. Muss nochmal zurück. Es wäre sehr schwierig, ihn zu bestehlen. Okay. Ich würde gerne wissen. Nee, das ist noch die Gesprächsoption. Und Baldwin. Auch nicht. Mensch. Dachte, es ginge. Geht nicht. Okay, wieder zurück. Ich muss nochmal zurück nach Tamora. In Ordnung. Und weg, klar. Also Flottenunterstützung kriege ich nicht. Das ist echt doof.
Naja, erstmal Abstand wahren und dann zurück zur Burg. Nee. Wo soll ich denn dann hin? Das ist die große Frage, wo soll ich denn dann hin? Ah, kommt noch mal einer. Kommt ja immer noch einer entlang. Mann, oh Mann. Wie viel Mana habe ich eigentlich noch? Wäre mir zu riskant hier. Oh, jetzt bleibe ich noch an der Palme hängen. Du sollst dir doch hier keine Palme wedeln. Oh, der ist so, so anhänglich hinter mir. Okay, Geräusch entfernt sich. Oh, gucken wir mal eben zur Burg. Hoffentlich reicht das. Ja, das reicht. Puh, okay, das haben wir jetzt eben gemacht. Gut, Flottenunterstützung gibt es keine. Mann, oh Mann, oh Mann. Der Mann im Kerker ist auch noch offen. So, vielleicht sollten wir mal wieder zurück zu Viktor. Weil er hat ja das mit den ganzen Zettel- und Fulko-Geschichten erzählt. Das ist natürlich jetzt auch noch eine Option. Dann können wir den nämlich befreien. Oder dann ist der eigentlich auch frei. Weil er ist ja unter Fulkos Befehl hier reingekommen, der Viktor. So, Viktor, alles gut. Raus jetzt. Fulko ist überführt. Fulko ist überführt. Sehr gut. Dann kann er seinen schändlichen Plan nicht mehr ausführen. Richtig. So ist es. Du kannst dich nun wieder frei in der Stadt bewegen. Keiner wird dich mehr wegen irgendetwas zur Rechenschaft ziehen. Danke für die gute Nachricht. Endlich kann ich diesen verdammten Turm verlassen. Wohin wirst du jetzt gehen? Erstmal in die Kneipe. Nachdem ich wochenlang nur Wasser und Brot bekommen habe, möchte ich wieder mal was Anständiges zu essen und zu trinken bekommen. Viktor, ich nehme dann mal dein Brot und dein Wasser an mich. Kann ich gut gebrauchen. Okay, und ein bisschen schlafen. Können wir auch. Das ist ja irre. Okay, dann haben wir Viktor befreit, liebe Leute. Und mal gucken, ob er jetzt schon in der Kneipe ist. In welche Kneipe denn? Natürlich hier unten. Und zwar hier in diesem Gebäude. Wo man hier auch reinkommen kann. Schön. Nee, Quatsch. Das ist ja Katrin. Ich bin wieder vertan hier. Die Kneipe ist unterhalb. Aha. So, Ralf. Hey, du. Und sonst? Ja, ich glaube, da ist nichts. Hey, du. Viktor, neue Gesprächsoption. Und? Alles klar? Leider habe ich kein Gold, um dir zu danken. Tut mir wirklich leid. Das ist überhaupt nicht schlimm, Viktor. Überhaupt nicht. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ah, bei gewagt und überhaupt. Ich versuch's einfach mal. Dreckiger Dieb! Na, warte! Nö. Ich warte nicht. Ich lade neu. Okay, kleines Intermezzo eines Diebstahls. Brauchen wir schon bei ihm nicht zu versuchen. Tja. Was haben wir denn hier an erfüllten Missionen? Verhandlungen mit Jakob, Poltergeister, Spuk und Burgsäule, Gespenster, Adam noch Schweintaschendiebstahl. Ja. Und aktuelle Mission. Ein königliches Kleid, versunkener Turm. Vergrabener Schatz muss ich auch noch machen. Meine Herren. Aber ich soll ja die Orksöldner irgendwie niedermetzeln. Wie sieht's denn eigentlich mit meinen Lernpunkten aus? 13. Ich soll auch schleichen lernen. Mhm. Tja, das kostet mir aber 5 Lernpunkte. Was mache ich da? Wenn ich ganz alleine die Orksöldner alle machen soll. Ja, so mit meinem Säbelchen hier. Also da unten sind ja schon die Ersten. Ja, dann weiß ich auch nicht, was denn los ist. Ach so, Stopp mal. Da steht schon ein Orksöldner. Da steht noch ein Orksöldner. Ach, diese Schweine haben sich also
Die sind vorgerückt. Was ist denn das für ein Mist? Oh nee, ne? Ich werde Schengen überfahren. Oh, sorry, das war holländisch. Gucken, komme ich hier hoch? Mensch, kletter doch mal hoch hier. Boxhöldner nicht. Die komme ich doch nicht an. Die haben eine super Rüstung. Wahrscheinlich auch super Waffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ob das klappt? Du wärst besser nicht hierher gekommen. Aber ich bin hier. Oh, war ja. Okay, der hat noch nichts gemerkt. Oh Mann. Abhauen. Hau doch ab. Was machen die jetzt? Nee, ich will den doch nicht da in die Arme laufen lassen. Oh, der tanzt mit den Orks. Ja, was machen wir denn jetzt? Da ist der Heinz auch noch dahinter. Hinter mir hergelaufen. Und sogar hochgeklettert. Aber hier bleibt er mal wieder hängen. Zu meinen Gunsten, hoffe ich. Haha. Das ist ja ein Ding. Da sind die einfach vorgerückt. Ja. Ja, näher ran ist immer besser. Da ist jeder Schuss ein Treffer. Und Erfahrung 200. Mal gucken, was du hast. Einen alten Holzschild. Rohes Fleisch, Wasser und eine Waldbeere. Also das... Und ein grobes Kriegsbrei. Also das ist mal wieder... lustig gelaufen. Ja, toll. Jetzt will ich den anderen Orksöldner nämlich auf die gleiche Weise versuchen von der... Jo, und jump doch mal rüber. Ja, Mann. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Oha. Leute, ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergehen wird. Ich habe echt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie das weitergehen wird. Aber auf jeden Fall, ja, wenn, ja, ich komme hier nicht hoch. Doch, er kommt hier hoch. Wenn ich hier hochkomme, kommt der Orksöldner hier bestimmt auch hoch. Und da ist er noch einer. Ich glaub's ja nicht. Ja, das wird schwierig. Los, bist du dran. Ich will ihn mal anpieksen. Mal gucken, jetzt will ich erstmal sehen, wie ich hier seine KI ein bisschen ausnutzen kann oder die Dummheit. Okay. Er ist hier im Orksöldner Moonwalk. Na, ich glaube, ich kann noch ein Stückchen näher. Er macht den Moonwalk und ich mache den Breakdance. Oh, die geben aber schön viel Experience Points. Oh, was Kriegsbeil. Hey, mein Logo, was ist denn das? Orkscher Talisman. Schutz vor Feuer. Der ist neu. Finde ich gut. Super. Ja, und da ist noch einer. Orkschen Talisman. Habe ich noch nie gesehen. Bei Gothic, also so als Talisman selber. Finde ich gut. Ja, was mache ich jetzt mit ihm? Locken. Frohlocket. Frohlocket diesen Orksöldner, wenn er nicht gerade auf eine Fernwaffe zieht. Jetzt bist du dran. Okay, nö, zieht er nicht. Gut. Ah, Mist. Okay. Ja. Lass mal gucken. Ah, da kommt er hoch. Oh! Der schießt einen Pfeil rum. Aber er ist nicht hochgesprungen. Hä? Zwei Bolzen verloren. Von einer Grasnarbe abgesprungen. Oh, so ein Armbrust. Eine Armbrust hat schöne Damage Points zu machen.
So, was haben wir denn hier? Ein Weidenbogen, auch gut. Wie viel brauche ich denn? Schaden benötigte Geschicklichkeit 20. Ich glaube, das ist ein schwächerer als ich den ich sowieso in meinem Inventar habe. Gucken wir gleich. Ja, das ist der Jagdbogen, der Weidenbogen. Okay, der liegt natürlich in der Hierarchie weiter unten. Liebe Leute, 3 Orksöldner habe ich hier schon auf dem Weg erledigt. Wie dreist ist das denn, dass die hier einfach so stehen? Abgespeichert? Habe ich abgespeichert? Stimmt, ne? Oder sind hier noch mehr? Deswegen haben die sich auch verzogen, die Peoples. So, stopp. Ja, da sind auch welche. Aha, dann haben die sich vermehrt. Wie geht denn das? Genderspezifisch ist das ja gar nicht möglich. Orksöldner. An der Stelle. Ja, diese beiden Orksöldner, wie kann ich die wohl hier am besten killen? Ja, wahrscheinlich auch hier rüber locken. Das ist mir die einzige Möglichkeit. Das ist ein kurzer Weg. Ich mach dich fertig. Ja, okay. Da oben ist ja, glaube ich, noch ein Schattenläufer. Der würde mir dann ins Genick fallen. So, lauft ihr auch hinter mir her? Hallo? Ja, die laufen hinter mir her. Sehr gut. Ganz schnell. Ach, ich habe das grobe Breitschwert vergessen zu nehmen. Ach, Mist. Na? Oh, ging. Jetzt steck doch mal die Waffe ein, damit ich wieder meine Athletics an. 2 von diesen Heinzen. Ja, renn so schnell du kannst. Ja? Run your ass off. Was ist denn jetzt passiert? Wen habt ihr denn da jetzt eben erschlagen? Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ah, Mist. Oh, jetzt kommen die auch noch hinter mir her. Wen haben die denn gerade eben erschlagen da? Ja, renn so schnell du kannst. Josef, ach du liebes bisschen. Ist das jetzt schlimm? Oh. Das ist übelst hier. Ja, das könnte klappen, weil ich ja damals hier die Wildschweine darin genervt habe. So. Schweinerei. Ihr habt den Josef ermordet. Dafür gibt es nur eine Strafe. Den Tod. Gerechte Strafe wird jetzt fällig. Wir trauern eine Runde um Josef. Oh, der hatte auch so ein Amulett gehabt. Ein Talisman. Er auch. Orgischer Talisman. Schön. Eine Schweinerei, dass ihr den armen Josef hier kaputt gemacht habt. Empfehlung von Klaus. Ja, okay, das hatten wir ja gehabt. Mann! Das ist ärgerlich. Also ich ärgere mich echt. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der hier einfach, was weiß ich, hier die eigenen Leute killt. Bin ich nicht. Nein. So, dann dürfte da hinten das Lager frei sein. Gibt es ja noch irgendwelche Schätze dort? Ja, na, nur was zu essen und zu trinken. Wolle, Ruhe, Feuer, ein bisschen hart am Lodern. Ja, an der Stelle mal speichern. Gut, ich bin nochmal hier zurückgegangen und habe nochmal ein paar Schwerter aufgelesen, die mir hier gefehlt haben. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass der Armbrustkampf, also wenn ich mit der Armbrust schieße,
mir viel mehr Damage macht. Hier liegt jetzt Josef plötzlich. Der ist jetzt hier wieder zurückgeschleppt worden. Nicht zu holen. Auch lustig. Das heißt, jetzt muss ich noch mal gucken beim Händler. Ich habe ein bisschen Gold jetzt gekriegt. Und zwar auch bei unserem Lieblingshändler Finko. Hey du! Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Da haben wir nämlich normale Pfeile, die einen Schaden 1 haben. Und auch einen Bolzen Schaden 1. Aber dafür meine Armbrust. Ich sag jetzt mal Folgendes. Also das ist ja die gleiche. Die macht 60, während mein Jagdbogen 35 macht. Das ist doch eine viel bessere Geschichte. Also werde ich mich an Bolzen eindecken müssen. Das sind Pfeile. Damit ich bei den Ork-Söldnern wieder ein bisschen mehr Schaden reinkriegen kann. Jawohl, das wär's dann erstmal. Und dann schauen wir mal, ob wir Bolzen schärfen können. Was ist denn eigentlich mit Adam? Und ja genau, was ist mit der Bibliothek? Die habe ich ja glaube ich gar nicht gefunden. Oh, da sind noch so viele Sachen offen. Liebe Leute, nicht verwirren. Oh, Werke, Banke. So, Pfeile bearbeiten, Bolzen bearbeiten. Nein. Die kann man nicht schärfen. So, was bekloppt das jetzt aber auch. Ich habe glaube ich noch ein paar, ja, Pfeile, die ich schärfen kann. So, dann müssen es noch 5 sein, aber die werden ja nicht mehr einzeln angezeigt. Ja, ja. Muss ich mir überlegen, was ich jetzt mache. Ja, jetzt ist es ja so, dass ich einen Lehrer suche für Armbrust, besser Armbrust schießen. Ja, Lehrer, Jäger Markus, kann mir zeigen, wie ich besser mit dem Bogen werde, Pfeile und Feuerpfeile herstellen kann. Ja, und auf der Albatros, da gibt es keinen, der mich in Armbrust schießen unterrichten kann. Ach, das ist jetzt wirklich so eine zwiespältige Geschichte. Muss ich beim Bogen bleiben? Oder erst noch mal ein bisschen mit der Armbrust rum hantieren? Naja, schauen wir mal. Bibliothek, ja. Wo die ist? Ich habe noch keinen Kommentar bis jetzt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Folge schon hochgeschaltet wurde. Ich werde aber trotzdem mal hier reingehen und habe dann nämlich noch mal ein bisschen, das ist hier noch was zu eliminieren gibt. Also hier diese grünen Käfer, hier ist hier. Grüne Käfer. Ja, dann versuchen wir mal. Also ich habe meine Erfahrung. Dahingehend gemacht, dass ich die am besten von hinten. Oh, ja, genau, von hinten eliminieren kann. Das ist am besten. Ohne viel einzustecken. Also, erstmal den ersten Angriff machen. Ich höre so, oh, da ist noch einer recht. Oh, da ist mir. Noch 3. Noch 4? Nee. Habe ich nicht abgespeichert. Scheiße. Seht ihr? Hat geklappt. Also, diese grünen Feldräuber. Immer schön in den Panzer hauen. Was, naja. Was ein bisschen... Oh, hier gibt es noch Bären. Was ein bisschen unlogisch ist, finde ich. Gerade der Rückenpanzer ist ja eigentlich ziemlich robust. Sollte eigentlich ziemlich robust sein. Oh, gleich 2. Nein, 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 nein. Okay, und hau ab. Jawohl. Wow. Wow, wow, wow. Ja, liebe Leute. Oh, ich sollte mal auch ein bisschen was essen, aber ich riskiere es mal. Au. Zu viel riskiert.
Ich werde Folgendes machen. Ich werde noch die restlichen... Ich werde noch die restlichen Tiere, wie die Wölfe und die Feldräuber... Nicht zu plündern. ...werde ich zwischen den Folgen nochmal offline eliminieren. Weil ich das... Naja, weil das eigentlich uninteressant ist. Jetzt wissen wir ja, wie wir hier die grünen Feldräubertiers ganz schnell... Oh, ich bin ein bisschen zu unterversorgt. Weil ich jetzt ganz gut weiß, wie man hier die Feldräuber natzt und die Wölfe auch. Also in der nächsten Folge gibt es dann wieder Ork-Söldner, die ich töten werde. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und ich sage bye bye.